Man will sich über den Keuschheitsgürtel seiner Prinzessin hermachen und BÄM kommt dieser Penner mit Flügeln herein und nimmt sie einfach mit. Und so beginnt der Kampf gegen die Schergen des Bösen. Dabei knüppelt ihr euch durch Zombies und anderes Gewürms, kriegt lauter Power-Ups wie Bögen oder Sicheln, womit ihr euch den Gegnern entgegenstellen könnt. Die braucht ihr auch, denn der Schwierigkeitsgrad ist knüppelhart und dann erstreckt sich das ganze Spiel noch über ganze 8 Stages. Dann habt ihr noch so coole Rüstungen wie diese Bronze-Rüstung hier, die euch stärker schießen lässt, oder diese Gold-Rüstung, die einen Superschuss parat hält. Der Knaller! Für das ganze Spiel braucht ihr eigentlich nur 2 Tasten, zum Springen und zum Schießen. Beim Sprung könnt ihr einen Doppelsprung ausführen, der kann aber an manchen Stellen sehr verheerend sein. Denn wenn man einmal in die Richtung gesprungen ist, in der man gelaufen ist, hat man kein Air-Control mehr. Man kann den Sprung nicht mehr beeinflussen, wie bei Super Mario World. Und dann gibt's noch allerhand Endgegner, für jede Stage einen, die dann vom Schwierigkeitsgrad aber eher ein Witz sind. Wie zum Beispiel diese Raupe, dieser Eistyp, dann dieser dreiköpfige Drache und der Reinhold-Messner-Verschnitt. Jetzt bin ich hier in der 8. Stage, also der letzten, und stoße ich auf dieses komische Ungetüm, scheint der Vater von Reinhold Messner zu sein. Den Drecksack schaffe ich jetzt auch noch. Komm her! Boah. Das war er. Ich bin mal gespannt. Was? Ich brauche ein Armband, um zu besiegen? Und das hat dieses blöde Weib zu Hause gelassen? Oh ne, nicht wirklich, oder? Tschö!